Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Wir sind. Wo sind wir denn? Jetzt haben wir den Namen vergessen. Misanthropes Homestead sind wir, genau. Und ja, wir gucken, was wir hier nochmal kriegen, ne? Wir nehmen alles mit. Alles! So, machen wir. Ne, machen wir nicht. Ist erstmal egal. So, hier wieder unten reingucken. Ist nichts. Teller, kann man doch auch mal mitnehmen, Teller. Muss man nicht immer auf dem Boden essen. I'll take it. Also, ja. Hab ja schon von Leuten gehört, die so sauber putzen, dass man vom Boden essen kann. Aber muss ja nicht sein. Aber wozu? Ich meine, es ist schön, wenn der Boden sauber ist, aber ich setze mich doch da nicht hin. Verteile meine Nudeln auf dem Boden, schmier da Soße drauf und esse dann. Oder wie macht ihr das? Vielleicht, wenn man eine Großfamilie mit 20 Mann hat, da wären Tische dann halt zu teuer auf Dauer. Aber so? Sehe ich gar nicht ein. Und im Stehen essen ist auch ungesund und macht fett. Also im Laufen. Also, ihr wisst schon. So nebenher. Das ist, auf solche Dinge müssen wir jetzt auch achten. Wir spielen jetzt eine Frau, Leute. Da bist. Und Frauen sind sehr, auch wenn sie nicht fett sind, immer sehr, also das habe ich schon mehr als einmal erlebt. Man, Frau fühlt sich einfach immer zu fett. Geil, Salty Crackers, nice. Oder? Also du kannst einer Frau tausendmal sagen, nein, Schatz, du bist perfekt. Nein, du lügst, das sagst du doch nur, weil du mich liebst, bla bla bla. Aber guck doch mal. This will come in handy. Huch, jetzt hätte ich hier fast. So, jetzt bin ich doch. Ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Sexismus-Schublade rutsche hier. Dass Alice Schwarzer meinen Channel flamed. Obwohl, wäre vielleicht gute Werbung, oder? Alice Schwarzer flamed. Shitstorm gegen einen YouTuber mit fünf Leuten ihm zugucken. Ja, könnte ich mir in den RTL 2 Nachrichten gut vorstellen. Und zack, bin ich berühmt. Vielleicht sollte ich ein paar Frauenwitze machen. Aber dann verliere ich wieder Zuschauer, weil Frauen mich dann nicht gucken wollen. Oder die gucken erst recht. Rifle Ammunition. Best be Nice. prepared for anything. Best be prepared for anything. Da hast du recht, Trish. Ja, aber vielleicht gucken dann die Frauen erst recht, um sich über mich aufzuregen. Die geben mir dann Däumchen runter und böse Kommentare. Das ist ja alles Aufmerksamkeit. Das ist ja wie wenn die Katze anfängt, in die Ecke zu pinkeln. Shoes. Okay. Okay. Sie ist auch nicht so begeistert von den Schuhen. Wahrscheinlich die falsche Farbe. Oh, obacht, schon wieder. Frauenwitz. Ich hätte vielleicht. Vielleicht lasse ich mich gleich nochmal sterben und spiele nochmal einen Mann. Dann passiert mir sowas nicht. Nein, wir lassen uns natürlich nicht mit Absicht sterben und ich mag sie auch. Deswegen. Ja, muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht. So. Draw. Wo war ich? Negative Aufmerksamkeit. Ist halt auch Aufmerksamkeit, nicht wahr? Es ist. Ich habe das mal gelesen. Irgendwo. Da wollte halt jemand gemein sein zu irgendwem, der halt auch auf YouTube ein Video gemacht hat. Und hat halt einen Haufen Leute aktiviert, die da das Video negativ bewerten. Und dann tauchte das Video eben auf der Startseite auf. Oder halt weit vorne. Bei vorgeschlagen. Weil einfach diese ganzen negativen Däumchen nach unten, die waren genauso Aufmerksamkeit. Und ja. I'll take it. Das hat dann YouTube unterscheidet da, oder unterschied, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, unterschied in der Hinsicht halt nicht zwischen gut und böse, sondern hat einfach gesagt, hier, hör mal, das haben viele Leute geguckt und bewertet. Das ist ein bekanntes Video. Jetzt haben wir richtig viel Wasser, kann das sein? Sechs. Liter Wasser. Was sagt denn der Hunger? Hunger ist ordentlich. Wisst ihr was? Dann tun wir uns hier nämlich schön die Salty Crackers. Dann haben wir wieder Durst, wenn wir wieder Wasser los.
Das ist doch gut. So. Ich würde nämlich auch ungern jetzt hier schon auf dem Hügel was zurücklassen müssen. Haben wir jetzt alles geplündert schon. Hier haben wir geguckt, im Badezimmer waren wir, hier haben wir... Gut, Müdigkeit haben wir ein bisschen, es ist aber gleich 18 Uhr. Gepäck geht noch, nee, kommt, wir touren einmal los und suchen uns an der Küste was, wo wir dann auch im Endeffekt schon mal Wasser abladen. Was dann aber nicht so weit weg vom Schuss ist wie das hier. Ich würde so gerne sprinten, aber ich traue mich den Hügel runtersprinten. Immer nicht. Immer nie. Auch so ein schönes, so eine schöne Wortbildung. Immer nie. Huh, das Wolf. Lauf, Mädchen. Renn um dein Leben. Laufe ich jetzt hier richtig? Wo ist denn die andere Insel? Hä? Egal. Ah, guck mal, da sind wieder die Strommasten. Dann ist da hinten die Stadt wieder, ne? Sind das die Fischerhütten? Nein, die sind viel weiter links, oder? Da gehen wir gleich mal hingucken. Hier muss doch eine Tür sein. Da. Beef Jerky, nice. Wir haben schon ordentlich gelootet, ey. Mensch. Also Essen und Trinken hält erstmal eine Weile, glaube ich. Oh, jetzt habe ich... Da habe ich gar nicht Klamotten verglichen. Was sagt Herr Gewicht? Oh, jetzt geht's runter. Jetzt geht's langsam runter. Das finde ich nett. Ich finde das sehr nett, wie das geändert wurde. Aber das macht uns jetzt gerade auch nicht viel, oder? Also selbst wenn wir jetzt encumbered werden und dann Hunde, Schweine müde sind... Da vorne ist ein Haus, es wird eh dunkel so langsam. Können wir uns zur Nacht einrichten. Haltet ihr davon? Machen wir so. Hier liegt ein Reh im Schnee. Frozen, können wir nicht mit anfangen. Ach nee, hier ist die Stadt. Wir sind schon bei der Stadt hier. Cool. Okay, ich muss jetzt kurz einmal überlegen. Welches Haus... Erküren wir zum Schiff. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das mit der Kanada-Fahne. Ja, das ist das neue Haus vom Nikolaus. Oder auch von Finn, von Trish, von uns allen. So. Ab geht die wilde Fahrt. Und zwar als erstes hier ganz rechts ins Kabinett. Probably useful. Tin of Sardinen, zack. Mal auf. 40 Kilo passen da rein. Das ist natürlich sehr nett. Food and Drink. Wir fangen direkt beim Plündern. Jetzt fange ich hier an, ein bisschen was abzuladen. Und zwar Wasser kommt da rein. Und zwar... Dreieinhalb Liter. Dann haben wir noch ein bisschen was über. Und das ist gut so. Und dann haben wir... Acht Sodas. Oh, die sind aber alle schlecht. Egal, Notfall-Soda hier. Nein, nicht Pork and Beans, das ist doch falsch. Ordnung muss doch sein, Mann. So, oh, aber alles richtig schlechte Condition. Okay, die Grape-Soda sehen gut aus. Orange-Soda kommt hier noch mit rein. Mann, oh, was macht denn das... Ah, wir schmeißen erstmal die ganze Soda hier rein, weil wir haben erstmal so anderweitig noch... Was ist denn hier? So, nur ein Topf. So, in den Freezer. Schmeißen wir in den Freezer. Ich glaube auch, weil es ja hier keinen Strom gibt, dass... Und ich habe das auch gelesen im Forum, dass man da nichts von hat. Also, conditiontechnisch, wenn man hier Zeug reintut. Aber im Kühlschrank Essen lagern, klingt für mich persönlich logisch. Auch wenn es Kondensmilch ist. Oder Dosenfutter. Achso, hier die Peaches sind auch alles Dosenfutter. Wir versuchen jetzt erstmal, so lange wie es geht, solange wir noch kein Werkzeug dafür haben, das Dosenfutter wegzulassen, ne? So.
Ich glaube, das Venison behalten wir mal. Das sollten wir uns bald mal zubereiten, ehe es wirklich verdirbt. Orange Soda. Grape Soda. Können wir gleich nebenan reintun. Aber ich werde jetzt hier nicht nach jedem Schrank zurückgehen und das aussortieren. Wir machen erstmal die Küche leer. Und dann sortieren wir das da rein. Wah, Pinnacle Peaches. Wie die Container 40 Kilo fassen. Das ist ja ganz anders als auf der alten Map hier. Wo irgendwie in den Schreibtisch nur jeweils 5 Kilo reingepasst haben. Und, schon sehr angenehm. Ja, und ich freue mich so, dass wir wieder anständig spielen können. Ich musste mich ja wirklich so aufregen. Ihr habt es ja gemerkt, ihr wart ja dabei. Das ist mir so auf den Zünder gegangen. Ich hatte schon Angst, dass wirklich dann, wenn da nicht bald was passiert, dass dann nach Folge 4 schon wieder vorbei ist für euch und für mich. Also, weil ich spiele das Spiel ja auch so gern. Das macht ja so Spaß. Ja, da hat sie schon gegähnt, die Trish. Schon ein bisschen müde. Und das hat mich so traurig gemacht. So, dann gehen wir hier noch auf den Tisch gucken. Auf dem Tisch ist nichts. Zack, hier im Regal ist auch nichts. Doch, eine Zeitung. Wenn wir gleich schlafen gehen, können wir noch zum Einschlafen was lesen, so ein bisschen. Gut, dann hier ins Kabinett. Kommt die ganze Soda. Hatten wir noch mehr Soda? Hier ist damit Soda. Zack. Also verdursten sollten wir so bald nicht, behaupte ich. Und verhungern wahrscheinlich auch nicht. So, hier sind nochmal Pinnacle Peaches. Zweimal Pork and Beans. Die Sardinendosen, die behalte ich am Mann, beziehungsweise an der Frau, weil für die braucht man ja keinen Öffner. Die haben ja dieses Fischdosen-Öffnungsösen-Teil. Gibt es da einen Fachbegriff für? Wisst ihr das? Gibt es für diese Fischdosen-Laschen, gibt es da einen Fachbegriff? Oder sind das einfach Laschen-Ösen-Dinge? Hey. Achso, der steht so raus. Der sagt, von vorne habe ich nicht gesehen, dass der raussteht und die kann man ja dann nicht plündern. Noch eine Daunen-Skijacke. Ich glaube, ich muss gleich schon mal anfangen. Premium Wintercoat. Leck mich am Schuh, ist das cool. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwie allgemein... Aber eigentlich stand... Oh, ein Schal. Sehr nice. Eigentlich stand ja in den allgemeinen Patchnotes zu 1.5.2... Stand ja drin, dass man weniger Kleidung finden soll, aber jetzt im zweiten Anlauf kann ich das absolut nicht unterschreiben. Wir finden ja Kleidung, das können wir eine Boutique aufmachen. Ist halt nur doof, jetzt hier in der Ecke eine Boutique aufmachen, kommt ja keiner vorbei. Verdienst ja nicht. Und Steuern musst du trotzdem bezahlen. Und Miete. Und alles. Und ohne Kunden ist dann doof. Ja. So ist das. Wollen wir nochmal das Klo direkt plündern? Können wir eigentlich machen, oder? Dann brauchen wir hier nicht, wenn wir irgendwann... Waterbottle! Nice! Okay. Okay, sie ist auch schon skeptisch, was die Anzahl an gefundenem Wasser hier angeht. Wir nehmen mal alles mit. Komm, machen wir. Genauso machen wir es. So. Newsprint. Das gehen wir direkt wegbringen. Nochmal 1,5 Liter weg. So. Dann, was sagt die Müdigkeit? Geht so langsam in Richtung müde. Dann können wir uns hier einmal vors Bett stellen und wieder Fashion Show machen. Okay, den Schal ziehen wir an. Die Wollmütze brauchen wir nicht. So, zweimal Cargo Pants haben wir 1,3 und 0,4. Die ist auf jeden Fall schon mal besser. Und unsere Jeans macht 0,6,0. Cargo Pants haben gewonnen. So. Cotton Socks. Braucht kein Mensch, glaube ich. Down in Skijacke. Was haben wir an? Wir haben nur eine Skijacke an, ne? Ja, Skijacke. 2 und 1. Premium Wintercoat 2828. Down in Skijacke ist schlechter. Premium Wintercoat hat gewonnen. So, da sind Shoes. Die machen 03 und 0. Und wir tragen Basic Boots 05 und 0. Gefällt mir besser, Basic Boots. Aber ich glaube, könnte helfen, weil die Schuhe wahrscheinlich nur Stoff zum Reparieren dann brauchen und die Basic Boots werden Leder brauchen, oder? Weiß ich nicht. Useless in the Great Outdoors. Großartig. Großartig. Ja, machen wir. Machen wir.
Müdigkeit ist noch nicht da, ganz Nacht ist auch nicht. Können wir direkt schon mal ein bisschen was kaputt machen hier. Und zwar, was wir auf jeden Fall... Lass mich kurz überlegen, Tokue. Wir brauchen nicht so viele Tokues. Gerade wir haben einen guten, den können wir eigentlich immer reparieren. Cloth 1 Edit, sehr nice. So, die Billow-Wollsocken können auch weg. Also, da repariere ich lieber die Wollsocken, die ich anhabe, als hier, ne? Cotton Socks braucht auch kein Mensch. Dünner Wollsweater brauchen wir auch nicht. So, und dann haben wir es gleich 21 Uhr. Wir sind schon furchtbar müde. Dann können wir noch einmal nämlich, genau, unseren neuen Schal reparieren. Der ist unser schlechtestes Item gerade. Dauert wie lange? 26 Minuten, sehr gut. Repair Skill increased. Wo ist er? Wo ist er denn? Der sollte doch hier doch trotzdem irgendwo sein. Bin ich blind? Dumm? Oder ist er jetzt kaputt gegangen dabei? Habe ich wieder kaputt repariert? Closing. Basic Scarf, da ist er. 100%! Ach, ich dachte, der war doch bei 50%. Ich wusste nicht, dass er den Kopf voll auf 100 geht. Nice, voll gut. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann begeben wir uns zu unserer ersten Nacht im neuen Durchgang von The Long Dark. Schlafen. Erstmal 5 Stunden. Ich habe immer ein bisschen Angst wegen Durst und so. Ach, haben sie übrigens auch geändert, dass man, wenn man drinnen schläft, nicht mehr unterbrochen wird beim Schlafen. Das finde ich auch sehr nett, weil es macht ja auch keinen Sinn. So, seht ihr, das ist durstig und hat Hunger. Deswegen habe ich nur so kurz geschlafen. Wisst ihr, also hier drinnen passiert ja nichts. Wenn man jetzt draußen schläft und da schleicht so ein Wolf um dein Lager, dass du dann wach wirst, ist ja vernünftig. Aber hier drinnen stehen ja warm, trocken, sicher. Und wozu? So, das müssten wir bald mal kochen. Was essen wir denn als erstes? 0,1. Ich gucke jetzt auch aufs Gewicht beim Essen, ne? Beef Jerky, 0,1. Hier, Candy Bar, die ist, hat, glaube ich, die schlechteste. Außerdem, Süßigkeit. Wer kann denn Süßigkeiten widerstehen? Trish nicht. So, Energy Bar, die lohnt sehr. Granola Bar. Sardinenbüchse. Okay, Granola Bar und Sardinenbüchsen sind unsere nächsten Essigkeiten. So, na, noch eine Sardinenbüchse zum Nachtisch jetzt. Wir haben falsch rumgegessen. Wir hätten erst die Sardinenbüchse und ganz am Ende dann die Candy Bar und so. Gut, jetzt bin ich hier im Dunkeln und finde das Bett nicht mehr. Da ist es doch. Wir haben es 3 Uhr, dann schlafen wir bis 8. Komm. Ist ja nicht so, müssen wir arbeiten gehen oder so weit. So, was wir aber jetzt auch machen, wenn es mal soweit ist. Es ist soweit. Wir... Ja, wir machen einfach hier die oberste Schublade. Wir schmeißen Klamotten hier rein, weil wegen... Ich könnte mich jetzt natürlich hier hinstellen und schon mal alles auseinandernehmen und Stoffe draus machen, aber das ist mir ehrlich gesagt gerade... Ist mir die Zeit da ein bisschen zu schade für. Das machen wir nachher, wenn wir... ordentlich eingerichtet sind und alles. Und jetzt nutzen wir erstmal, wir gehen ab. Ja, wir gehen schon mal raus. Gucken, ob sich das überhaupt lohnt, jetzt loszumachen. Aber ist ja egal, ist ja hier alles um die Ecke. Da kann es ja so kalt sein, wie es will. Gehen wir hopsen wir in die nächste Bude rein. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Long Dark und erkunden dann die Coastal Townside schön. Tschüssli Müsli.